So, herzlich willkommen zurück zum Display von StarCraft 2, Heart of the Swarm, bliblablablablab, Zerg-Kampagne. Jetzt geht's wieder zum Leviathan. Jetzt haben wir so eine Brut auf so einem Schiff klar gemacht. Aber wie steuert ihr jetzt das Ding? Aber okay, gut, wissen wir nicht. Oh, dann wollen wir jetzt nach Ceros reisen, nehme ich mal an. Und dort werden wir die Macht von Ceros entfesseln. Geschafft. Die Goldene Armada wird niemals erfahren, dass wir hier waren. Ich bin froh, dass diese Protoss nicht länger an Bord des Leviathans ist. Ihre psionische Präsenz war beunruhigend. Sie ist ehrenvoll gestorben. Beim Versuch, ihr Volk zu retten. Warum interessiert es dich, wie die Protoss gestorben ist? Ich töte jeden, der sich mir in den Weg stellt. Das bedeutet nicht, dass es mir Spaß machen muss. Selbst bei Arcturus Mengsk, meine Königin, wird dir sein Tod keine Genugtuung bereiten? Halt den Mund, Isha. Ja, mach mal ein bisschen mehr Logik. Dies soll doch nicht unsere Hauptschwarmwelt werden, hoffe ich. Nein. Jetzt haben wir nochmal... Okay, gab nur einen Punkt, ich dachte gerade zwei. Gehen wir ins Missionsarchiv. Im Körper des Feindes hieß das, ne? Okay, steht jetzt hier nicht mit. Okay, so, Evolutionsgrube, zack. Abathur, hast was zu sagen? Ah, Evolutionsmission haben wir. Parasit in Protoss-Wirtskörper eingesetzt. Ja, was ist damit? Gerissen. Unorthodoxes Denken. Protoss nicht infizierbar. Aber es wird für Fremdkörper geeignet. Ursprung von Parasit unbekannt. Ich habe ihn erschaffen, Abathur. Du bist nicht der Einzige, der Sequenzen weben kann. Offenbarung. Werde weiterarbeiten. Okay. So, ich nehme mal an, die Schale ist dran, genau. Bereit für Anpassung. Forschungseinrichtung der Protoss entdeckt. Dortige also, Experimente nützlich für Weiterentwicklung des Schwarms muss erlangen. Also ich werde auf jeden Fall Schwarm verbessern. Ich kann auf jeden Fall schon mal spoilern, obwohl die hier auch echt geil sind, dass ich die Schabe nehmen werde, die andere Kreaturen spawnt, wenn die beschädigte Einheit stirbt. Und sowas hier hat Kerrigan auch gerade gemacht. Sie können einer verletzten Schabe befehlen, sich ein- und wieder auszugraben, damit der Gegner ein neues Ziel anvisieren muss. Ja, das ist ein ganz wichtiges Mikrowerkzeug auf jeden Fall. Planet Kanta. Verborgene Protoss-Einrichtung. Mann, Alter, wir wirbeln ja richtig hier in allen Planeten richtig um. Viele Protoss-Versuchsobjekte. Gefangener Skantipede, ansteckender Parasit. Nun, warum lassen wir ihn da nicht raus zum Spielen? Wie machst du das über 1000 Millionen Kilometer? Okay. Wie hast du deine Schafe da hinbekommen? Implantiert Parasiten im Wirt. Bricht aus Leichnam hervor. Müssen Essenz erlangen. Protoss dürfen nicht zerstören. Das ist schon echt eine nette Fähigkeit, auf jeden Fall. Also die andere ist auch extrem geil oft gestanden. So, wie viel Schaden machst du? Essenz erhalten. Schaben mit parasitärer Sequenz verändert. Gattung Schlupfschabe. Implantiert Schabling als Parasiten. Bricht aus Leiche von Feind hervor. Greift an. Niemand darf überleben. Oh, dann wollen wir mal. Ah, du bist aber widerstandsfähig hier. So, klappern wir hier den mal eben ab hier. Sogar aus so einem Mini-Ding kommt da was raus, okay? Unsere
Der war jetzt nicht so unglaublich erfolgreich, aber okay. Ah, die sind aber nachgeteilt. Aber ich fand es offen gestanden ziemlich geil. Lass die Schadlinge den Feind zuerst angreifen. Jupp. Klare Sache. Und den da auch. So. Man kann sogar hier Sentries parasitär infizieren. So, kann ich den da angreifen. So. Und du warst jetzt wieder widerstandsfähiger. So. Aber das ist schon eine echt geile Fähigkeit. Und es steht kein Pylon und sie können sich trotzdem ranwarben. Das ist interessant. Die haben hier Artanis scheinbar und der hat jetzt hier so ein Feld gelegt und blub. Protoss zerstört. Also ist ein ziemlich. Das ist eine sehr geile Makrofähigkeit auf jeden Fall. Also das ist schon wirklich extrem gut. Das andere ist fürs Mikro Planet jetzt im Multiplayer tatsächlich besser, würde ich mal wagen zu behaupten. Von Evolution genutzt. Also wenn man jetzt Multiplayer spielen würde, wäre die Fähigkeit sogar noch besser, glaube ich. Weil damit verlangsamt sich der, wie schnell er schießt. Generationen von Schaben befohlen zu verschlingen. Bei Mehrheit Organe versagen, sterben. Überlebende angepasst. Symbiotische Beziehung zu Mikroben gebildet. Neue Gattung, Säureschabe, bereit für Befehle. Ich spüre Protoss in der Nähe. Testen wir diese neuen Schaben im Kampf. Also die haben jetzt halt die extrem geile Fähigkeit, dass die den verlangsamen. Gattung Säureschabe. Säurehaltiger Speichel überzieht Feind. Verlangsamt Bewegung. Also man sieht jetzt schon, wie lange er braucht, um beim dritten Mal zu schießen. Also beim der erste Schuss kommt natürlich, dann der zweite. Und beim dritten wird es dann aber problematisch so. Das ist schon extrem geil. Also er hier, er kommt gar nicht zum zweiten Schuss, wie es aussieht. Okay, er schon. Und die ist schon wirklich eine extrem krass gute Fähigkeit. Achso, die können sich jetzt nicht bewegen, obwohl das eigentlich meine Mutation war. Schade, okay. Systeme versagen. Ich kann nicht angreifen. Ja, das ist ja der Sinn, mein Bester. Also diese Fähigkeit finde ich schon extrem geil. Treffen jetzt ein. Aber die andere finde ich noch besser. Also ich meine, jetzt spiele ich hier die Kampagne und da muss ich nicht so krass rummikronen. Das ist halt schlicht und ergreifend nicht erforderlich. Von da aus werde ich nicht den nehmen, obwohl die Fähigkeit wirklich extrem gut ist. Monstrositäten. Ah, Mist. Das ist jetzt tatsächlich ein bisschen... Das ist ein bisschen unschön. Na okay, das brauche ich jetzt eigentlich auch nicht machen, aber... Nein. Naja, ich will halt nicht, dass die so sterben. Eine ist gestorben, ist erfolgreich. Protoss vernichtet. Muss Sequenzen vorbereiten. Kehre in die Evolutionsgrube zurück. Also die Fähigkeit ist schon extrem gut. Die ist schon wirklich sowas von gut. Erwarte Entscheidung. Angriff so um 75%. Angriff der heroischen Einheiten werden um 20% verlangsamt. Okay. Also eigentlich, das ist schon... Ja, hier sieht man mal, wie toll man das im Multiplayer mikron könnte, ja? Das wäre schon echt extrem heiß. Das ist schon wirklich eine wunderschöne Fähigkeit. Aber jetzt fürs Mikro, also ich bin ja der Schwarm und will dann halt hier sowieso so dann mir dann sowas machen. Von da aus werde ich das ja machen. Also das ist halt auch eine geile Fähigkeit, wobei das hier wirklich extrem geil ist. Also, eigentlich, naja, aber der hier kommt meinem simplen Spielstil sozusagen ein bisschen näher. Ja, Text habe ich jetzt nicht vorgelesen, müsst ihr dann kurz stoppen sozusagen, ja. Toxische Aufnahme erfolgreich.
Ah, das hier ist schon echt geil. Also, aber das andere auch, beides. Das ist eine sehr, sehr traurige Entscheidung tatsächlich. Die fällt mir halt am schwerer als die anderen. Ja, das mit dem Baymix, die sich teilen und so, war auch cool. Oder dieser Schwarm-Zerkling war auch geil. Aber die ist schon wirklich, wirklich hart. So, dann wollen wir jetzt mal losreisen und... Oh, hallo, da bist du ja. Wie geht's dir, mein neuer Freund? So. Ich lerne von dir, meine Königin. Du bist hier, um den Schwarm für die kommende Schlacht zu stärken. Ja, du lernst und du guckst auch den an, genau, weil der hier ist schon extrem gut. So, okay, dann müsste es jetzt nach Zerus gehen, genau. Die Wiege der Zarg, weit entfernt vom Koprulu-Sektor, wohin sich noch kein Terraner je gewagt hat. Ihr müsst zu diesem uralten Ort reisen, Kerrigan. Lernt seine Geheimnisse kennen und eignet euch seine Macht an. Yo. Wobei mich jetzt ein bisschen wundert, sind es jetzt hier Vulkane, weil das ist ja alles so eine Dschungelwelt. Ich sehe jetzt hier auch kein Meer. Naja, egal. Oder ist es halt grünes Wasser oder so? Naja, okay. Muss man auch nicht reines Wasser sein. Okay. So, okay, ab nach Zeros. Ah, da ist die Leon, super. Hi, Zeratul. Die Macht von Zerus führt euch hierher. Die Rache an Mengsk führt mich hierher. Diese Zerg werden mir helfen, Kor'Hal zu zerstören. Zerus muss euch neu erschaffen, Kerrigan. Der letzte Krieg rückt näher und es bleibt nicht viel Zeit. Ich muss gar nichts tun. Ich bin kein Spielball deiner Prophezeiungen. Aber werdet ihr alles tun, um eure Rache zu bekommen? Alles. Das wird reichen. Das wird reichen. So, okay. Dann quatschen wir mal an. Ja, Leonsucher, Zeratul. Wir haben doch gerade schon geredet. Warum hilfst du mir, Zeratul? Du hast mehr als genug Gründe, um mich zu hassen. Die Xel'Naga wünschen sich eure Rückkehr als Anführerin des Schwarms. Du weißt, dass ich nicht an deine verrückten Prophezeiungen glaube. Euer Glaube ist nicht notwendig. Ich handle zum Wohle aller, obwohl mich mein Volk deswegen hasst. Erspar dir dein Selbstmitleid, Zeratul. Jeder muss seinen eigenen Frieden machen. Das habe ich vor langer Zeit getan. Wenn wir hier fertig sind, werde ich zu meinem Volk zurückkehren und sein Urteil akzeptieren. Eines Tages muss jeder für seine Taten einstehen. Ich glaube, dein Tag ist bald gekommen. Mann. Frauen. Ich werde tun, was ich tun muss. Was hast du da? So. Wir entstanden an diesem Ort? Hier entwickelten sich die Zerg zuerst, ja. Es gefällt mir hier nicht. Ein schwächlicher Planet. Char ist deutlich überlegen. Sei dir nicht so sicher. Zeus könnte sich als gefährlicher erweisen als jede andere uns bekannte Welt. Mhm. Ich sehe durch die Augen meiner Overlords. Diese Urzerg sind faszinierend. Sie scheinen nicht zu altern. Jeder Organismus altert. Selbst die Zerg. Aber diese Urzerg konsumieren die Essenz anderer Individuen. Sie verändern sich ständig. Sie sterben nicht. Bis sie von ihresgleichen getötet werden. Stimmt. Die erfolgreichsten Jäger unter ihnen müssen unfassbar alt sein. Und unfassbar gefährlich. So, hier waren wir schon, richtig. Dann Evolutionsgrübe. Was sagst du, mein lieber Abatur, zu dem? Was hältst du von den Urzerg? Dynamisch, vielfältig, interessant, chaotisch, erfolglos. Ich hätte gedacht, dass sie dir gefallen. Sie entwickeln sich als Individuen ständig weiter, um besser zu werden. Urzerg, reaktionär, improvisiert. Einige gute Sequenzen,
kann stehlen. Schwarm, effizient, sorgsame Verbesserung, erfolgreich. Also er ist nicht so beeindruckt, okay. Gut, dann... Unsere Anwesenheit... Geht es weiter mit der Mission, das Erwachen des Uralten. Dann gibt es jetzt einen Cut. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Und wenn ihr wünscht, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Aber das werde ich halt erst morgen machen. Für euch wird jetzt halt nur eine paar Sekunden, also ein paar Sekunden werden für euch nur vergehen, für mich halt nicht. Dementsprechend wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Abend, wie auch immer. Hi Lilly. Und dann, ja, bis dann. Okay, einen Moment.